Hallo liebe Leute, da sind wir wieder und heute machen wir einen richtig schönen weißen Glühwein und das ist ja eine richtig schöne Alternative, weil wir kennen meistens nur den roten und ja, weißer Glühwein wird folgendermaßen vorhergestellt. Quatsch, verrate ich jetzt nicht, seht ihr gleich. Und ja, wenn ihr das mal sehen wollt, bleibt einfach dran und abonniert den Kanal hier. Wenn ihr Lust habt, schaut euch gerne mal meine ganze Reihe von Hot Drinks an, die ich mal gemacht habe. Ist bestimmt was Leckeres für euch dabei. Und ja, dann starten wir jetzt. Für das Rezept brauchen wir eine Orange. Die wird einmal komplett von der Zeste befreit. Und wenn wir die befreit haben, schneiden wir die Orange noch in Scheiben, weil wir diese hinterher dann in die Gläser geben werden, wo wir den Glühwein hinterher reinfüllen werden. So, ich habe hier 750 Milliliter Weißwein reingegeben, 100 Gramm Zucker, drei von diesen Gewürznelken, zwei Zimt, eine Zimtstange und zwei Sternanis. Ich lasse das jetzt alles ungefähr 15 Minuten simmern, bis alle Zutaten schön gelöst haben. Und dann gieße ich noch rum dazu, zeige ich euch gleich hier bei uns in der Bar. Jetzt haben wir das soweit, ist ja ganz schön, aber wir geben noch einmal was Gehaltvolles rein. Ich nehme weißen Rum und den werde ich jetzt 100 Milliliter davon aufgießen. So, und dann geben wir hier eine Orangenscheibe in ein Glas und schöpfen uns das hier rein. So, und das war's auch schon wieder. Ihr habt gesehen, der weiße Glühwein zu machen ist ganz einfach. Ist im Endeffekt wie der rote Glühwein, nur mit weißem Wein. Und ja, wenn ihr es mal nachgemacht habt, schreibt es in die Kommentare, schreibt mir mal eure Lieblingsversion in die Kommentare, euer Lieblingsweihnachtsgetränk oder Wintergetränk in die Kommentare. Und ja, dann bin ich raus und sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder.